So Leute, da bin ich wieder zurück zum nächsten Part von Rise of the Tomb Raider. Im letzten Part sind wir hier stehen geblieben und haben den Rest von der sibirischen Wildnis hier gesammelt. Ihr seht schon, wir haben jetzt die 100%, wir haben also ein bisschen Backtracking betrieben. Und damit würde ich sagen, geht es jetzt in diesem Part auch gleich weiter. Mal schauen. Also hier haben wir... Hier haben wir alles, ne? Hier haben wir auch alles. Genau, jetzt müssen wir hier am besten hin. Gehe ich am besten hier hin, genau. Da fehlt uns noch einiges. Wir haben erst 39%. Wie gesagt, ich will nicht alles unbedingt finden, aber das, was zu finden ist, das nehme ich auch mit. Weil dieses geniale Spiel hat es auf jeden Fall verdient, dass man sich alles genau anschaut. Und das werde ich auch machen. Mal schauen, was wir noch alles finden und entdecken können. Wir haben ja jetzt alle Möglichkeiten. Wir haben Feuerpfeile, wir haben die Pumpgun, wir haben Seilpfeile. Wir können alles machen. Wir können alles entdecken, hoffe ich zumindest. Moment mal, wo bin ich jetzt hier? Wo bin ich denn jetzt hier? Ach so, ich bin jetzt hier. Alles klar, okay. Hier ist noch ein Überlebensversteck und... Oh Gott, die Laptops zerstören. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Aber das Überlebensversteck würde ich gerne finden. Sie den Funkturm repariert? WTF? Scheiß! Ich glaube, die Techniker hatten nicht mit 50 Jahre alter Funkausrüstung. Tja, sie sollten es besser hinkriegen. Wo ist denn das Überlebensversteck? Lohnt sich das? Einheimischen Führern, die man außerhalb des Tages... Eigentlich nicht, ne? Es heißt, sie wären von zwei Personen angeheuert worden. Eine davon eine junge Britin. Aber sie haben sie vor der Lawine in den... Ich guck mal, wie viele das sind. Sie geben ja auch wieder EP. Ich hätte es nicht machen sollen, glaube ich. Obwohl ist es nur noch einer. Wenn der nachlädt. Okay, wenn es nur die gewesen sind. Gibt ja alles auch EP. Also warum nicht? Nein, das sollst du liegen lassen. Das brauchen wir nicht, Lara. So. Wo gibt es das Überlebensversteck? Okay, hier auf jeden Fall nicht. Okay, da muss es hier irgendwo sein. Hier? Ja, da drin, alles klar. Ja, das mit den Laptops, das mache ich nicht, weil das... Das dauert halt ziemlich lang. Hier irgendwo ist es. Hier? Ja, hier. Okay, nice. Weil da müsste ich jetzt alles nochmal genau absuchen. Und ja. Vielleicht mache ich das nochmal irgendwann und schneide euch rein, wo die Laptops sind. Aber das würde jetzt zu viel Zeit kosten. Wir sind nämlich hier überall verstreut. Darauf verzichte ich jetzt erstmal vorerst. Mal schauen. So. Genau, dann ist hier noch ein Dokument. Das würde ich aber noch gerne mitnehmen. Ist hier schon richtig, oder? Moment mal. Ach nee. Ah, ich bin ja komplett falsch. Ich war schon auf dem richtigen Weg. Okay, wenn ich an das Dokument hin will, dann muss ich den ganzen Weg nochmal gehen. Ah, okay, komm. Wenn wir jetzt die schon vernichtet haben... Dann gehen wir auch hier lang. So schnell. So lang dauert es auch gar nicht, glaube ich. Vielleicht finden wir noch ein paar Laptops. Mal schauen. Hier noch irgendwo was? Nein. Wo bin ich denn jetzt hier? Genau, wir müssen jetzt hier einmal da rumgehen. Und dann kommen wir zum Schluss normalerweise an das Dokument dran. Hoffe ich zumindest. Ich hoffe, ich mache das jetzt nicht, wenn es jetzt hier mal so ein Backtracking-Part gibt. Aber das muss ja auch mal sein. Moment mal, wo geht's jetzt hier nochmal weiter? Bin ich blöd? Hä? Was
So, dann geht's hier gar nicht weiter, oder wie? Haben wir das schon untersucht? Ja, haben wir. Ach, wisst ihr was? Scheiß auf das Scheißdokument. Ich gehe weiter jetzt hier. Sonst... Es dauert viel zu lange. Ich müsste den ganzen Weg gehen und ich habe eh keine Ahnung, wo es jetzt hier lang geht. Wie gesagt, wir spielen ja eh keine 100%. Wir haben eh so gut wie alles gefunden. So, weiter jetzt. Keine Zeit mehr verlieren. Und zwar hierhin. Ich glaube, hier bin ich richtig. Wie gesagt, vielleicht irgendwann mal privat. Dann schneide ich euch das natürlich noch irgendwann dazu, zu irgendeinem Part. Falls ich es doch noch machen werde. Mal schauen. Aber das mit den Laptops, glaube ich, ist ziemlich schwer. Die sind ja überall verstreut. Ja, nice. Dann haben wir in 7 Minuten gerade mal ein Münzversteck jetzt gefunden, ne? Genau, hier wollte ich hin. Hier wollte ich hin. Hier gibt es noch so viel. Moment, gibt es hier noch was? Nee, hier bin ich jetzt. Alles klar. Okay, alles klar. Jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. So, dann hier runter. Und ich dachte schon, sie hält sich fest. Und hier gibt es jetzt einiges zu entdecken noch. Da, wo wir vorher noch nicht hingekommen sind. Mal schauen, wo fangen wir denn am besten an? Hier, Überlebensversteck. Hier ist noch ein Lager. Und jetzt erstmal das Überlebensversteck da hinten. Irgendwo war auch noch was, so ein Monolith. Okay, der ist da oben. So ein Monolith, wo wir damals noch nicht überprüfen konnten. Ach so, ich dachte schon. Wo ist denn der? Hier? Ah, hier. Alles klar. Okay. Ah, genau. Und der ist hier. Den habe ich jetzt auch durch Zufall gefunden. Den konnten wir damals noch nicht untersuchen. Wir hatten noch nicht die nötigen Sprachkenntnisse, aber jetzt müsste es gehen. Die Grammatik ist etwas primitiv, aber ich denke, sie weist auf ein Versteck hin. Genau. Münzverstecke entdeckt. Nice. Gut, was ist das hier? Mission verfügbar. Ach echt jetzt? Hier gibt es doch eine Mission auch noch. Aber die ist da oben, ne? Jo, die ist da oben. Alles klar. Ich muss es ja relativ oft auf die Karte schauen. Ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal hier hin. Genau. Einfach geradeaus. Da gibt es also tatsächlich noch eine Mission. Die Frage ist halt, ob das hier ist. Ist es hier? Ich glaube schon, ne? Zumindest das Münzversteck hier. Irgendwo. Hier, genau. Okay. Und hier ist der Eingang. Waren wir hier schon? Wo bin ich denn jetzt hier? Ach, hier waren wir noch gar nicht, oder wie? Sieht so aus. Lol, wieso habe ich denn damals das nicht gefunden? Alles klar. Ja, besser später als nie, ne? So, wo bin ich genau? Ach, hier. Ach, so komme ich an das Dokument dran. Oder? Oh, Gott sei Dank bin ich jetzt den ganzen Weg gegangen. Das wäre so unnötig gewesen, wenn man so an das Dokument rankommt. Vielleicht können wir uns jetzt dann auch irgendein Upgrade holen bei dem Händler da gegen Münzen. Weil ich bin jetzt gar nicht mehr so scharf auf die Schrot, weil wir haben ja jetzt die Pumpgun. Mit der gebe ich mich auch zufrieden. Ist auch ganz nice. Aber hier waren wir tatsächlich noch nicht. Wow. Ah, hier haben wir Münzen noch. Ganz wichtig. Aha. Damien, der Baumeister des Propheten. Hier hinten haben wir nichts mehr, oder?
Nein, und da hinten war, glaube ich, das Dokument. Ob mich nicht alles täuscht. Genau. Moment, ging es jetzt hier auch lang? Nee. Ach komm, als ob du da nicht rüberkommst. Normal schaffst du alles, aber da kommst du nicht rüber, Lara. Kann ich nicht glauben. Okay. Ist es jetzt das Dokument, wo ich hin wollte? Ja, das ist es, lol. Es befindet sich hier. Städte baut man nicht mit Plänen allein. Man braucht Material und jemanden, der weiß, wie man baut. Damien war dieser jemand. Es heißt, er konnte Steine nur aus einer Handvoll Erde und einer Zunderbüchse brennen. Sein Handwerk soll göttlich inspiriert gewesen sein. Seine Hand gab den Träumen der Architektin eine Form. Mal schauen, ob es hier irgendwas gibt zum Tauchen. Sieht nicht so aus auf den ersten Blick. Okay. Dann schnell raus aus dem eisigen Wasser. Beeil dich lieber. So. Ich glaube, wir sind eh gleich da. Spring. Okay. Guck mich nochmal um. Das können wir nicht gebrauchen. Nein. Und jetzt haben wir es schon geschafft. Also, mich wundert es immer noch, dass ich das nicht gefunden habe. Gibt es hier noch was? Ja, natürlich gibt es hier noch was. Aber sonst nichts mehr. Okay. Nice. Antiker Bogen 2 von 4. So, aber hier können wir jetzt wieder zurück, ne? Genau. Okay, dann schauen wir, dass wir hier möglichst schnell wieder rauskommen. So. Gucken wir mal kurz. Okay, wir haben Gräber, haben wir 3 Missionen. 2 von 5? What? Alles klar. Münzverstecke, ja, uns fehlt noch einiges. Aber 2 von 5 Missionen erst. Das ist krass. Moment, habe ich... Nee. Sah nur so aus, als ob da noch was wäre. Also wie ihr seht, wir haben hier eine Menge verpasst. Hätte ich nicht gedacht, dass es so viel ist. So, dann gehen wir erstmal wieder zurück. So, wo ist dann das nächste, wo wir hinwollen? Das Münzversteck oder diese Mission? Die Mission ist ein wenig näher, würde ich sagen. Ach, ist es wieder der eine Typ da, oder wie? Ach nee, der da. Ist es der? Sie sind zurück. Gut, dann können Sie uns helfen. Was gibt's denn? Wo ist das Problem? Ich habe im ganzen Tal Krieger verteilt. Gestern Nacht wurden 2 meiner tapfersten Leute gefangen. Und ich glaube, dass sie noch leben. Ein Dritter konnte entkommen und hat mir erzählt, dass man sie unter den Bahnhof gebracht hat. Er sah, wie man sie in Käfige steckte, bevor er fliehen konnte. Ich habe noch ein Dutzend Krieger im Tal und muss hier bleiben, um ihre Angriffe zu koordinieren. Aber sie... Ich habe gesehen, was sie können. Und ich muss sie um Hilfe bitten. Okay. Machen wir. Ja. Ja, natürlich. Vielen Dank. Sie kannten das Risiko und sind bereit, für unsere Sache zu sterben. Aber das kann ich nicht zulassen. Okay. Mal schauen. Alles klar hier. Moment mal, war ja auch noch ein Dokument? Oder habe ich mich da jetzt gerade getäuscht? Wie so zum Teufel haben wir das damals nicht gefunden? Die Rote Armee hat den Tempel des Prophetensegens gefunden. Sie haben die normalen Arbeiten eingestellt und plündern die Reichtümer unserer Vorfahren. Wir sind bereit. Gemeinsam mit den anderen Gefangenen haben wir Waffen und Dynamit gesammelt. Sobald die Wächter erwachen, werden wir das Chaos für eine Revolte nutzen. Die Rote Armee war schonungslos zu uns und wir werden es ihnen heimzahlen. Wir hören erst auf, wenn alle Invasoren tot sind. Nur dann wird unser Geheimnis sicher sein.
Okay. So, springen. So, wo war jetzt das Münzversteck hier? Okay. Schade, dass man das irgendwie nicht markieren kann. Das geht nicht, oder? Auf Wegpunkt setzen. Geht es doch? Aber das sieht man dann hier nicht, oder? Doch, lol. Das macht's ja viel einfacher. Oh, ich bin so blöd. Ich sag grad, oh, schade, dass das nicht geht. Okay, dann. Das nächste hier, das ist, müsste ein Relikt sein sogar, ja. Ist viel einfacher mit einem Wegpunkt setzen. Kann ich einfach den Überlebensinstinkt nutzen, muss ich immer tausendmal auf die Karte schauen. Wo war das? Ich muss aufpassen wegen den Wölfen. Ah, okay, hier. Ja, da bin ich ja damals nicht reingekommen. Wisst ihr noch den einen Bug? Habt ihr den Part gesehen? Aber jetzt müsste ich doch da irgendwie reinkommen. So, wo befindet sich das? Da oben. Alles klar. Wie kommen wir da rein? Jacobs Leute mussten hier arbeiten. Was haben wir denn hier? Ich bin echt überfragt. Das habe ich untersucht, das weiß ich. An die Leiter. Geh mal an die Leiter erstmal. Ah, ja, ja. Das kann ich jetzt abschneiden hier. Die Frage ist, ob mir das irgendwas bringt. Hier ist auch noch was. Das kann ich von hier nicht abschneiden, ne? Dann spring mal hier hin. Was hat mir denn das jetzt gebracht? Dass ich das darunter gedonnert habe. Keine Schutzausrüstung. Nichts für die Sicherheit der Arbeiter. Hä? Wie zum Teufel komme ich da rein? Molotow bringt mir nichts. Hier ist noch irgendwas, aber was soll ich hier machen? Feuerpfeil? Nee. Quatsch. Leute, ich bin überfragt. Ich bin überfragt, wie wir hier reinkommen. Kann ich vielleicht, wenn ich mich hier hochstelle, hier hochspringen? Ja. Ach was. Lol. Ein Familienfoto. Russland, späte 1950er Jahre. Vielleicht war einer von ihnen hier gefangen. Wow. Okay. Na komm, wo sind die versteckte Information? Das muss ja auf der Rückseite sein. Hier steht etwas geschrieben. Erinnere dich. Okay. Familienfoto, interessant. So, dann hätten wir das auch gefunden. Dann geht's als nächstes hier hin. Einmal einen Wegpunkt setzen. Ah, es befindet sich ja oben jetzt, oder was? Verdammt doch mal. Kommen wir hier am besten hoch oder so schnell wie möglich hoch? Fuck, 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 fuck. Kaum weg. Drecksau. Kommen die auf einmal her. Er ist tot. Du bist tot. Ja! Ich gebe dir Feuerschutz. Noch einer, noch einer. Noch einer, noch einer. Oder war es das jetzt?
Anscheinend ist noch irgendwo wer. Überlebensinstinkt. Bisher war kein mehr. Aber die Musik hört nicht auf. Ja, ich weiß es nicht. Ich sehe keinen mehr jetzt. Komisch. Ist aber jetzt kein Bug, oder? Dass die Musik nicht aufhört. Geht's hier nochmal rein? Oder ist das Überlebensversteck hier unten? Kann natürlich auch sein. Oh, fuck. Ja, genau. Oh, Mann. Wie ist hier... Ach so, da draußen steht noch einer. Okay, alles klar. Ja, um den kümmere ich mich gleich. So, wo wäre das Überlebensversteck? Nee, das ist nicht hier. Nee. Nee, das ist irgendwo oben. Wo ist er denn jetzt? Ey, zeig dich doch! Okay, das sind noch mehr. Hinter mir ist keiner. So, mit diesem Fahren, die kommen. Wo? Ja, genau. Mann. Jetzt ist endlich Ruhe hier. Jetzt reicht's aber. Mein Gott. Sag mal. Okay, können wir hier den Wegpunkt auch wieder wegmachen? Ja, okay. Ja, ich finde es irgendwie nicht. Dann setzen wir ihn lieber hier. Ich würde ihn schon finden, aber dann müsste ich halt wieder ganz nach oben latschen. Okay, das ist einfacher. Da komme ich hin. Das ist da oben. Komme ich da? Ah, hier. Alles klar. Hoch mit dir. Wie gesagt, ich will ja nicht alles finden. Das ist ja nicht mein Ziel. Ich will so viel wie möglich mitnehmen. Und ja. Okay, hier ist dann die Mission mit dem Typen. Ich mache den Part vielleicht auch ein bisschen länger, weil es ist ja auch nicht so mega interessant wie jetzt ein Story-Part. Also wenn die Story weitergeht, ist halt ein Erkundungspart, gehört aber dazu. Hallo? Hallo? Etza. So, wo? Wo ist die Höhle? Ach, hier unten. Kann ich hier einfach runter? Nee, ne? Wie komme ich denn hier runter jetzt? Ach, hier. Mit diesem Seil hier, oder? Ja, alles klar. Ach komm, da hättest du schon hochgehen können. So. Hier waren wir noch gar nicht... Ich hoffe, das ist eine gute Idee jetzt hier, ne? Wieso nicht? Probieren wir es. Ja, wie schief gehen kann es nicht. Boah, krass. Ja, und jetzt? Ich kann ja hier nicht schwimmen. Das wäre ja ein wenig krass. Oder? Was ist, wenn ich hier einfach reinspringe? Ich denke, das würde mich umbringen. Das wäre zu kalt, das Wasser. Wenn ich hier aber wieder hochkomme, das bringt mir dann auch nichts. Ich könnte zwar hier lang, aber in diese Höhle will ich auf jeden Fall auch noch. Aber dann gehen wir zuerst hier lang. Hier müssen wir ja eh lang. Oh, das war knapp. Das war knapp. So. Wechseln wir zum Bogen. Vor allem die Missionen sind mir halt wichtig, dass wir die alle machen und die Gräber. Wenn wir Münzverstecke nicht finden, ist nicht schlimm.
Halt dich fest, ey. Wo ist es? Wo wir hin müssen? Ich hoffe, ich bin ja schon richtig, ne? Moment, ich muss mal noch kurz mal schauen auf der Karte. Ach, das ist jetzt auf einmal hier. Ach so, okay. Also man kommt mal nur von hier hoch. Ja, oh, verdammt. So, jetzt. Nein, erst noch weiter nach rechts, Lara. Okay, jetzt hat's geklappt. Geht doch. Genau, hier waren wir jetzt noch nie. Nein, noch nie. Alles klar. Springen. Oh Gott. Lol. Den habe ich gar nicht gesehen. Scheiße. Haben wir hier irgendwo... Fuck. Okay. Okay, alles klar. Und hier beginnt dann die Mission. Ich finde es auch cool, dass es so viele Missionen gibt. Und lol, ich dachte, der lebt noch, der Typ, der wo da sitzt. Geheimnisse entdeckt. Guck mir nochmal. Oh Gott. Krypta. Da will ich auf jeden Fall auch noch rein, aber das ist ja einfach, hier ist nämlich ein Überlebensversteck. Also, Überlebensversteck, Basislager meine ich. Okay, was ist das hier noch? Überlebensversteck. Was ist denn das? Der Totenkopf hier. Forschertasche, okay. So. Hier haben wir noch ein Überlebensversteck. Also man kann die kaum finden, ohne die Karte zur Hilfe zu nehmen. Gut, Leute, dann würde ich sagen, geht's im nächsten Part hier weiter. Wir haben heute einiges gefunden. Wie viel Prozent haben wir denn jetzt hier? Ja, 63. Ist nicht schlecht, auf jeden Fall. Und was ist denn das hier noch? Das da hinten? Ach, der Vorrat. Ah, okay, ja. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und dann geht's im nächsten Part hier weiter. Ciao, Leute.